Ja Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es den nächsten Part von Car Tuning. Und zwar tunen wir heute den Rapid Bobcat XL. Den kann man bei SSS holen. Zack. Wieder war es bei Gelände oder bei Luxuswagen anscheinend, ja. Also. Ups. So. Das Ding bei Luxuswegen weiß ich jetzt nicht, aber okay. Holen wir uns das einfach mal in Rot, kaufen Nachtclub Garage B3 und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn das Fahrzeug angekommen ist. Ja, so Leute, das Fahrzeug ist angekommen, aber was mich wundert ist, dass doch eigentlich bei dem Bild, wo wir das Fahrzeug gekauft haben, hinten die Ladefläche doch frei war, oder nicht? Also, das irritiert mich gerade. Also, ist ein bisschen verarsche, wenn man das irgendwie weghaben möchte. Vielleicht kann man das auch wegtunen jetzt gleich oder sowas, aber ja, ist ein bisschen Abzock ansonsten. Also, das geht ja gar nicht. Dann machen wir mal einen kleinen Soundcheck. Das Ding ist richtig aggressiv. Da ist ein AMG oder ein SLS oder sonstiges, ein M4, M5, gar nichts. Ja, ist gar nichts. Also der Rapid Bobcat XL ist ein Nachbau von einem Chevrolet C. Und ja, jetzt tun wir mal den Komplett mal auf. Hier Panzerung, klatschen wir drauf, Bremse, Motor. Sprengstoff brauchen wir nicht. Keine Ahnung, komm, LKW-Hupe. Licht, da machen wir drauf. Neon-Kits brauchen wir da auch auf jeden Fall nicht. Nummernschild, gelb auf schwarz. Lackierung. Gut, machen wir mal die Lackierung. Wird auch so einem Fahrzeug eventuell matt feiern? Aber was für ein matt? Vielleicht so ein Blattgrün. Oder? Oder vielleicht machen wir das einfach so ein Silber oder sowas. Immer runter einfach mal. Ich mache das Ding mal in so einen dunklen Stahl, sekundär auch. Ja. So mache ich das erstmal. So, wenn wir es jetzt verkaufen wollen würden, wäre es 51.000. Federung, Getriebe, klatschen wir drauf, Turbo auch drauf, Reifen. Reifen. So, Felgentyp würde ich einfach Gelände oder Maske? Ich weiß nicht, ich würd da drauf eher so ein Gelände machen. Ja, sowas reicht schon aus. Felgenfarbe. Würde ich vielleicht in so ein Carbon-Schwarz machen. Reifenmuster. Warum verändert sich da dann da noch die Farbe? Oder jetzt geht's dazu. Gut, ja, machen wir mal drauf. Schusssicher, ja klar, kommt drauf. Machen wir mal schwarzen. Fenster. Okay. Komisch, wir können das Dach nicht wegmachen. Wurden wir gerade so eben verarscht oder was ist hier los? Weil auf dem Bild stand ohne das Dach, also einfach nur die Laden mit, also mit einer offenen Ladefläche. Also ich will ja nicht sagen, aber
Hier ist ja gar nichts, das sieht man doch. Und was anderes gekauft habe ich nicht. Also das irritiert mich jetzt einfach gerade echt. Ja. Aber lassen das Fahrzeug, das wir jetzt getunt haben, machen nochmal einen Soundcheck nach dem Tune. Mal schauen, wie sich es dann anhört. Ja, also das übertrifft dann jegliches Fahrzeug, was hier auf dieser Welt existiert. Sogar ein Jet kann halt einfach gar nichts mehr dagegen machen. Gar nichts. Das Ding ist einfach viel lauter. Ja, also ich hoffe, das hat euch dann gefallen mit dem Video und wie ich es getuned habe. Schreibt es in die Kommentare, falls es euch gefallen hat. Also wie ich es getuned habe oder was ihr daran ändern würdet oder ob es einfach komplett scheiße ist. Und ja, und wie gesagt, ich fühle mich halt einfach nur verarscht wegen diesem Dach. Ich werde da auf jeden Fall eine Anzeige rausschicken, ne? Ist ja ganz klar. Und dann wird nochmal geregelt. Ansonsten komme ich nochmal mit meinem Opa Gerald um die Ecke und dann hauen wir mal auf den Hammer hier, nicht? Nein. Und dann guckt euch, falls es euch gefallen hat oder falls ihr Lust drauf habt, mal die Playlist an zu den ganzen Cartoon-Teilen, die ich bisher gebracht habe. Und wenn nicht, dann nicht. Ansonsten sehen wir uns dann eventuell im nächsten Video. Haut rein, ist gut und ciao, ciao.